Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, Ottos Sportoutlet Oftringen, Möbelberger Oftringen und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofingen Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Die revidierte Zofinger Bau- und Nutzungsordnung ist rechtskräftig. Denn seit dem letzten Einwohnerratsentscheid, wo es lediglich noch um eine Klausel zum Konkurrenzverfahren bei grösseren Arealüberbauungen gegangen ist, sind zwischen 30 Tage vergangen. Zudem braucht es keine Zustimmung mehr von den kantonalen Behörden. Der Küngoldpark darf gebaut werden. Der Oftiger Gemeinderat hat die Baubewilligung am 11. Oktober erteilt, wie der Peter Göldi, Leiter Bau und Planung Umwelt, gegenüber am ZT bestätigt. Gegen die Arealüberbauung mit 4 Mehrfamilienhäusern hinter dem Bahnhof Küngoldingen sind 1 Sammelinspruch sowie weitere Einwendungen eingegangen. Die hat der Gemeinderat abgelehnt. Von neu zuziehenden Ausländerinnen und Ausländern wird erwartet, dass sie sich schnell in die Schweizer Gesellschaft integrieren. Zofingen Regio will das mit sogenannten Infopoints Integration unterstützen. Zarpig und Zofingen sind solche inzwischen in Betrieb. Eine Fachperson vermittelt dort Informationen zu diversen Themen, die für das Leben in einer Gemeinde in der Schweiz relevant sind. Der Lucian Schneider von Willisau ist an der Generalversammlung der Luzerner Jung-SVP am Freitag zu oben einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der Lucian Schneider ist in Ebersäcken aufgewachsen und hat eine südafrikanische Mutter und einen Schweizer Vater. Der neue JSVP-Präsident siedelt sich eher am linken Rand von der rechten Partei an und will sich für mehr Offenheit gegenüber einbürgerten Secondos einsetzen. Mehr zu diesen Themen und weitere News aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und auf zofingertagblatt.ch. Adi miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Möbelberger, der Inneneinrichtungsspezialist in Oftringen für Möbel, Bettwaren und Vorhänge. Ottos mit dem Sportoutlet in Oftringen, grosse Marke zum kleinen Preis und der HR Mohr Sennhof Garage in Rotrist. Ihre Fortvertretung kompetent und sympathisch.